In diesem Jahr waren wieder rund 70 Kinder und Jugendliche aus der Steiermark und Wien am Start und kamen mit Titeln sowie guten Platzierungen nach Hause. Man hat keine Tänzer eingekauft, sondern ist stolz, dass die Kleinen und die Großen mit hervorragenden Leistungen die eigene Schule repräsentieren. Ja, es schaut sehr, sehr gut aus. Also ich bin wieder mal sehr stolz auf Klein und Groß, auf die Profis und die Amateure. Wir haben 2 Vizemeistertitel, mehrere 3. Plätze und mehrere weitere gute Platzierungen und einige Nominierungen für die European Open, für die Europameisterschaften, die dann Ende Mai stattfinden werden. Die Staatsmeisterschaften können durchaus als großer Tanzwettbewerb betitelt werden. Aber wie in jeder Sportart geht es auch hier nicht immer fair zu. Tja, ich denke mir mal, als ehrlicher Mensch kann man nur davon ausgehen, dass auch alle anderen im Leben ehrlich sind. Ob diese Rechnung aufgeht oder nicht, das erfährt man im Alltag, das erfährt man im Berufsleben ständig wieder. Ich muss dazu sagen, ich gehöre nicht zu den Schulleitern, die mit einer Schule hinfahren und wenn wir gewinnen, ist die Jury ganz, ganz wundervoll und wenn wir verlieren, dann sind sie nicht gut. Ich sage zu meinen Schülern, wir fahren dorthin, weil es ihnen etwas bringt für die weitere Entwicklung und es ist ganz, ganz wichtig, die Jurywertung anzunehmen. Einen Kritikpunkt, den ich allerdings geben muss, dem Veranstalter der ASDU, Austrian Showdance Union. Es ist in diesem Bewerb nicht möglich, dass man Jurywertungen einsieht. Insofern ist das für uns nicht gut, denn wir können uns nicht weiterentwickeln, wenn keine Kritik kommt. Und ich muss sagen, Wertungen oder Punkte bekommt man in jedem Leistungssport zu sehen. Und das ist ein Kritikpunkt, den ich sehr wohl anbringen kann. Da ist Tanz noch nicht ganz so leistungssportlich unterwegs, wie wir das gerne hätten. Hinsichtlich dessen sollte sich die Jury in Zukunft Gedanken machen, um die Professionalität zu wahren. Die Leiterin der Summery Dancers, Sumi Riegler, erreichte in der Profiliga im Modern Dance den 3. Platz und bestätigte, dass die Meisterschaften für Schüler und Lehrer anstrengend waren, ganz zu schweigen vom Nervenkostüm der Eltern. Mit einigen Stücken hat man sich auch wieder für die europäischen Meisterschaften qualifiziert, wo man wieder das Beste geben wird. Es waren für die Austrian Open bis 500 Beiträge, das heißt für die Europameisterschaften wird das ungefähr in dieser Richtung sein. Es wird schwierig, es sind sehr viele gute Konkurrenten, sehr viele Schulen sind am Start und wir hoffen, dass wir uns dabei durchsetzen können. Es gibt aber auch ein Leben nach den unzähligen Meisterschaften. Auch hier bietet man Kindern und Jugendlichen eine tolle Plattform. Die Summery Dancers ist eine Vereinigung von Hobby- und Profi-Tänzerinnen unter meiner Leitung. Wir gestalten sehr viele Auftritte in der Region, Live-Spiele der Basketball-Bundesliga, Faschingseröffnungen über die Gemeinde Kapfenberg und wir freuen uns auch weiterhin dabei, unseren Schwerpunkt zu haben und unseren Tänzern die Möglichkeit geben, in ihrer Freizeit wirklich professionelle Engagements gestalten zu können. Die zahlreichen Auszeichnungen der letzten Jahre geben dem ganzheitlichen Anspruch der Schule recht. Nicht nur Bewegungsmangel wird bekämpft und Gesundheit gefördert, es wird auch der Charakter und der soziale Zusammenhalt in den Vordergrund gestellt.